Ja, grüße meine Freunde, also meine Cosplay-Freunde. Tja, ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen, ihr könnt es hinten sehen. 1.07 Uhr, ja, jetzt wird gefrühstückt. Dann kann ich mich noch 2-3 Stunden hinlegen. Oder wann um 4 Uhr soll es losgehen? Da fahren wir dann, packen wir ein, fahren wir nach Frankfurt. Und ja, wird bestimmt wieder interessant die nächsten 2 Tage. Ja, wie immer, ein Cosplay ist nicht fertig geworden, aber tja, es gibt natürlich dann auch das nächste Mal wieder was Neues zu sehen. Ja, noch ein bisschen mal Frühstück und eine kleine Überraschung noch vorweg und dann geht's auch schon für euch los. Also so sieht dann quasi Cosplay-Frühstück aus. Ein bisschen Schnitzel, ein bisschen Kartoffelsalat, ein bisschen, ja, was man halt so zum Frühstück alles braucht. Kaffee habe ich vergessen. Ah naja, den kann ich dann noch dazustellen. Tja, passend zur Parade ist Akku-Pack. Ja, okay, ist neu. Was nicht alles hergestellt wird. Ein Einhorn-Akku-Pack. Ja, also. Ja. Ja, vielleicht könnt ihr es erkennen. Das kam dann nach unserem letzten Cosplay, also halt letzten Cosplay-Parade vom Jahr, kam dann Saruman-Kostüm an. Ja. Dieses Mal haben wir es dabei. Ich habe es noch gar nicht gesehen, wie es ausschaut, wenn sie es anhat, aber naja, das wird sich ja dann bald ergeben. Der Mario. Dein Mario. Also meine Freunde, wir sind jetzt in Frankfurt angekommen. Auch du kommst auf die Kamera. Geh, komm, schau jetzt, Kind. Schon so alt und immer noch so knirschig. So sind sie. So, und was sollst du jetzt darstellen? Hey, Pete, Alter. Erstmal gar nichts. Also ich mache heute Tauriel von Hobbits. Ich mache heute den David. David. Also. Der David mit dem Bogen so. Also Leute, dann schauen wir mal, gehen wir mal zu unserem Umziehraum, weil den großen Umziehraum, ne, den mit 2 Quadratmeter, den wollten sie nicht haben, der ist einfach zu klein. Ne? Deswegen nehmen wir jetzt den großen im Hotel, der hat einen Quadratmeter. Einen halben. Wird spaßig. Servus. Jetzt habe ich es natürlich verpasst, vorher eine Aufnahme zu machen. David, brauchst du aus deiner Tasche? Ja, ich brauche die schwarze Jeans. Dann los raus. Der läuft wieder mitten ins Bild. Ja, sorry. Die Zöpfe müssen wir aufschneiden, aber da arbeiten wir noch dran. Schnipp, schnapp, schössen sie ab. Schmeiß da noch das Haar. Soll ich dir irgendwie helfen? Hat Saruman eine Brille gehabt? Ja, das soll ich jetzt auch gerade machen. Der obligatorische Finger in jedem Video. Meine Freunde, wir sind jetzt im Hotel, wie immer, aber dieses Mal ein bisschen besser. Wir haben einen wunderbaren Umkleideraum gefunden, weil in der Umkleide, wo ich mich umziehen wollte, haben wir zu viel Platz gehabt. Das wollten die Damen nicht, die wollen sich über kleine Kuscheln. Was stellst du da? Also komm, erzähl mal ein bisschen was. Was soll ich dir jetzt sagen? Letztes Jahr haben wir ihr Cosplay nicht gekriegt, ne? Da kam es dann einen Tag später. Einen Tag später. Von unserem anderen Cosplay. Sollen wir schon sagen, was es ist? Hm? Wie heißt es? Galadriel. Nicht Gargamel.
Taudia. Genau, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir das Equipment dabei. Allerdings, das Kostüm fehlt, das kommt dann wahrscheinlich auch erst am Montag. Am Montag. Also heute ist Samstag. Samstag. Ja, bei mir ist es ein bisschen, ich habe ja, wie am Anfang schon gesagt, 2 Stunden Schlaf, da bin ich wegen auf Speed. Nein, ich bin kein Beamter. Nein, ich bin nicht mit. Nicht lachen, dann geht er mal ab. Ja, das war's. Kerl weiß das Zahnmeister. Also nachdem ich ja so viel Quatsch, sag du jetzt aber was. Ich kann nicht viel sagen, was sonst gibt der Vater. Aha. Mhm. So sind's die Weisen. Mhm. Das Kostüm soll wirken. Mhm. Ich muss mich immer in der Rolle einfinden. Ah ja. Also. Ihr habt ja schon gesehen, den Stab halt. Ja, da gibt es übrigens die neuen, die was unter euch dabei sind. Wie ich den Stab gemacht habe, gibt es noch einen Film, einen Einspieler mit, da müsst ihr euch einmal durchklicken. Da könnt ihr euch das dann nochmal zu Gemüte führen. Ja, ich sag, wir warten jetzt, wir schwitzen, wir triefen so vor uns hin. Bis jetzt unsere anderen zwei. Wie heißen die? Radagast und Tauriel. Ja, Radagast und Tauriel noch kommen und dann? Gehen wir. Gehen wir, also.
ab jetzt, ne? Okay. Also, wir haben jetzt den Tag vollendet. Wir sind total groggy, wir wurden sehr oft fotografiert, wir sind fast nicht vom Fleck gekommen. Und wir gehen jetzt ins Hotel, machen uns ein bisschen frisch und ruhen uns aus. Dann gehen wir noch schön Abendessen. Und morgen sehen wir dann uns in alter Frische. Und bis dahin sage ich Tschüss. Passt, oder?